So, da bin ich wieder. Neuer Blog. Und diesmal gibt es gleich eine Neuigkeit. Ich habe mich entschlossen, ich führe eine neue Rubrik ein. Ja, was also sozusagen die Themen meiner Videoblogs angeht. Und zwar nenne ich die Homo Online oder die Irrungen und Wirrungen der Menschen im Internet. Gut, na, gibt also diese üblichen Witzel, ja, also das Internet auf zwei DVDs mit Pornos auf 700 DVDs. Gut, ja, ich denke mal, die Zahl 700 passt mittlerweile auch nicht mehr. Wahrscheinlich 700.000. Aber egal, jetzt habe ich ein ganz anderes Thema, und zwar, also das sind so diese, ja, wie soll man es ausdrücken, Kinder, die alles liken und teilen und selber irgendwie ja keinen eigenständigen, vernünftigen, geradlinigen Gedanken auf die Reihe bringen. Ich finde das lustig, weil wenn man so schaut, was die alles liken, also gut, also das Stammtisch-Gedönse, ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist klar. Da klickt man halt drauf, wenn irgendein anderer Spätzle auch drauf geklickt hat, das ist so der Herdendrang, ne? Mach, was der Leithammel macht. Passiert, ja, ist leider so, ist die menschliche Natur, auch wir sind ein Herdentier. Bei vielen würde ich sogar sagen, sie sind ausgemachte Rindviecher. Gut, wer sich angesprochen fühlt, ja, wahrscheinlich bist du eins. So, ja, wir waren beim Liken und Klicken und Teilen und so weiter und so fort. Ich habe ein wenig, ja, Experiment gemacht. Also, ich habe heute mich mit einem aktuellen Thema, nämlich wie eigentlich jetzt gerade die Firma Facebook versucht, das deutsche Grundgesetz sozusagen auszuhebeln für ihre Webseite. Ja, auf zwei sozialen Netzwerken gepostet. Das eine ist das eben schon erwähnte von Mark Zuckerberg gegründete Facebook, und das andere ist sozusagen das Konkurrenzprodukt von Google. Sind auch nicht so viel besser, aber die lassen es nicht ganz so raus, was sie für Scheiße und Dreck am Stecken haben. Und irgendwie sind auch die Leute dort etwas anders, da habe ich festgestellt. Naja, gut, auf jeden Fall, um das ging es halt. Ja, wenn es interessiert, der kann ja in der Google-Suche, was anderes, der kennt sie ja wahrscheinlich ja eh nicht mehr, ist auch der Marktführer der Webkataloge und Suchmaschinen, nachlesen. Ja, wenn ihr es gegoogelt habt, ich bin mir sicher, die wenigsten von euch werden das machen. Da müsste man ja sein Hirn einschalten und oh, denken vorm Computer. Kommt gar nicht in Frage. Machen wir nicht, wollen wir nicht, haben wir nicht. So, auf jeden Fall, ich habe das gepostet, habe das dann auch bei Ding reingepostet, bei Google und bei Facebook, und ja, wo kamen Reaktionen? Ich habe mir eigentlich schon erwartet, dass bei Facebook da Reaktionen kämen. Zumindest, dass mindestens ein einziger sagt, Alter, das ist echt scheiße, was die da machen. Ja, sind unsere Grundrechte, die die da aushöhlen. Und die sie verkaufen eigentlich. Aber nix, nada, zip, keine Reaktion von keinem der Leute, die ich sozusagen auf meiner, ja, Liste habe mit Bekannten und weniger gut Bekannten. Aber ich muss zumindest sagen, ich habe knapp 100 Leute drauf. Und diese knapp 100 Leute kenne ich wirklich alle persönlich. Also zumindest einmal bin ich ihnen über den Weg gelaufen. Oder sie sozusagen in mich hineingelaufen. Ja, kurz zu der Sache mit dem Leute als Freunde aufnehmen, da möchte ich mich jetzt ja gar nicht dazu äußern, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das war jetzt sozusagen der erste Teil, die Einführung in diese neue Kategorie. Vielleicht gibt es eine neue, zweite neue Kategorie, nämlich dann also das seltsame Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit.
Da tue ich mich dann ein wenig über das Zwischenmenschliche Mann und Frau und was Frauen und Männer da sozusagen ja, für Spielchen miteinander treiben, mich auslassen. Da hätte ich heute schon einige Dinge, die ich da ganz gut rüberbringen könnte. Gut, dass es ja auch so Facebook gibt, weil mich das ist dann oft einmal sozusagen, wie soll ich sagen, ein ja, Ideenspender für genau solche Gedanken, die ich mir dann mache. Ich habe da heute was drüber geschrieben. Ich werde das aber dann in einem zweiten Film nochmal reinpacken. Das ist dann ein wenig ausufernder. Mal schauen. Gut, das war es jetzt mit der Erklärung für den Homo Online, was das ist. Und ja, es freut mich, dass ihr diesen Film angesehen habt. Wirklich, ohne Schmarrn. Also, ja, ein wenig der Feedback wäre zwar nicht schlecht, aber muss ja nicht sein, ne? Leider kann man ja bei mir nicht irgendwie unten dann liken und so. Doch, kann man auf YouTube. Ja, die Dinge sind ja auf YouTube hochgeladen. Da könnt ihr liken oder disliken. Also wenn ihr denkt, der Langhaarige, der da vor seine zwei Pudel jedes Mal hockt und in sein Laptop rein labert, ist eh voll Depp und was er sagt, ist eh der größte Schmarrn. Ist gar nicht so schwer, ich nehme es auch nicht übel. Es ist ja positives Feedback, trotzdem. Muss ich das jetzt erklären, warum? Nee, ich tue es nicht, weil wenn das jemand nicht kapiert, dann soll er drücken und soll sich nie wieder blicken lassen. Es sei denn, man macht es nach dem Howard Stern Motto, dass die Leute, die mich hassen, erst recht reinschauen, weil sie wissen wollen, was labert er jetzt schon wieder für einen Sabbel. Gut, das war's. Und ja, macht's euch schon mal gefasst auf den nächsten Film. Viel Spaß von mir. Ich wünsche euch was.